Jo, moin moin, es grüßt euch wieder der Maschinist hier aus dem Oldtimer Tal, diesmal hier in Brokelow. Herrliches Wetter heute hier, aber mal schauen. Kommt einfach mit und guckt euch an, was es hier wieder für tolle Trecker zu sehen gibt. Massa Ferguson, der sieht auch kultig aus hier, ne? In der Farbe hier, das ist aber bestimmt überlackiert, ne? Das ist auch, normalerweise sind die auch oft dann rot eigentlich, ne? Was haben die hier denn gemacht, ey? Oh, hier dahinter, was ist das denn für einer? Hinter dem Fendt hier. Der sieht ja Hammer aus, ne? Was ist das für ein Teil? Boah, hier voll die alten, abgerupften Reifen. Da bin ich ja mal gespannt, hier, was hier drauf steht, ne? Ach, ein Fiat soll das sein? Baujahr 71, 4700 Kubik, 6 Zylinder. 90 PS. Der sieht ja echt ganz schön abgerupft aus, ne? Ja, gehen wir mal wieder hier vorne durch. Ja, Tagri. Das ist immer schade, dass da nichts weiter dran steht, ne? Bei den meisten. Also der dahinter Mischsteuer hier. Eicher Tiger. Spar Diesel, fahr Deutz. Aha. Oh, auch ein guter Werbeslogan, ne? Was soll das sein hier? Ein Eicher? Ach ne, Güllner, wollte gerade sagen. 48 PS. 3,1 Liter Hubraum. Hier haben wir mal einen Schlitter, ja. Ah, 612 S. Baujahr 73. 6,3 Liter. 6 Zylinder, 120 PS.
Jo, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben, abonniert meinen Kanal, dann bis zum nächsten Mal, euer Maschinist.